Moin Boys, Moin Leute, willkommen, herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal hier. Heute geht es mal speziell um die Supreme Sachen, die ich mir die letzten zwei Wochen, glaube ich, oder die letzte Woche auf jeden Fall gekauft habe. Sprich, dabei sind Sachen vom ersten Drop. Beim zweiten Drop habe ich mir gar nichts gekauft, weil die alle Sachen alle ziemlich wack waren, beziehungsweise zu teuer, um irgendwie zu kaufen. Das ist nicht wert war. Zum Beispiel die Overdyed Hoodies, wo einfach nichts drauf war und das war es mir einfach nicht wert. Was ich mir aber noch gekauft habe, war ein Sweater auf Kleiderkreislauf, aber darauf komme ich am Ende, denn das ist so ein absoluter Grail gerade von mir. Fangen wir mit dem ersten Teil an, dazu auch eine kurze Story. Das ist ein Teil aus dem ersten Drop. Und da habe ich mir nämlich ein Backpack in Schwarz gekauft, ein Joe Roberts World Tee und ein Waistbag. Was ist angekommen? Ein Backpack in Schwarz, ein Joe Roberts World Tee und ein Shoulderbag. Also ich habe genau das bekommen, was ich eigentlich nicht haben wollte, denn das Waistbag war eigentlich das absolute Ding, was ich halt unbedingt haben wollte. Jetzt so Resale-Kosten, die so ab 100 bis 150. Ich habe für 150 einen Schwarz gekauft, da ich den falschen geschickt bekommen habe. Ich finde, das ist eine, also klar, ist es logisch, dass Supreme überfordert ist beim ersten Job, weil einfach so ein großer Ansturm ist. Jedoch finde ich das schon eine leichte Verarsche, da ich jetzt einfach 40 Euro für gar nichts bezahlt habe. Ich hoffe, dass ich den Resale verkaufen kann für 50, also 50 Euro drücke ich den Kumpel ab. Ich hoffe, dass ich auch mein Geld bekommen die 40 Euro, die übrig sind, dann Waistbag 80 Euro kostet und das Shoulderbag 32, ja, ein Jahr 48 Euro. Deswegen Verarsche. Als zweites Teil hätte ich einen Joe Roberts Worldy in der Abel Weiß in der Größe XL. Da überlege ich noch, dass ich das vielleicht verkaufen werde, weiß ich noch nicht. Also ich habe es so einmal angezogen, ich kann es jetzt auch gleich zum Test noch, also für On-Feed-Picks, wenn ich es nochmal anziehe. An sich eigentlich das stärkste Tee von dem ganzen gesamten Lookbook, aber ich weiß nicht, ob ich es behalten werde, wenn es richtig Angebot kommt, so, ja, ich sag mal 80 Euro, dann werde ich es wahrscheinlich schon abdrücken, aber ich werde es mir noch überlegen. Das besagte Joe Roberts Worldy, so sieht es aus, hier mit dem gesamten Druck halt, also diesem Zirkel und dieser komischen Maus, Mickey Maus, keine Ahnung was das sein soll mit diesem Zauberhut. Und hier ist Supreme, steht einfach in bunten Buchstaben drauf, ziemlich cool. Fitted Oversize, also schon ziemlich lang, auch ziemlich locker. Weiß nicht, ob ich das behalten werde, mir fällt gerade auf, ich habe einen Fleck drauf, beziehungsweise so graue Streifen. Ja, shit happens. So, als drittes Teil und auch als letztes Teil vom ersten Drop hätte ich mein besagtes Supreme Backpack in Schwarz. Also muss ich sagen, ich habe das mir ein bisschen größer vorgestellt, aber eigentlich ziemlich von der Größe her, ja, sagen wir mal perfekt. Klar, es hätte ein bisschen größer noch sein können, aber ich finde es optimal. Genauer gesagt, hier ist Supreme groß geschrieben, dann hier ist Supreme Boxlook, also dass man schön dick fett sieht, dass es von Supreme ist, also ne, ein bisschen zu flexen, muss ja sein. Dann hier eine Tasche in der Mitte, wo hier noch so kleinere Fächer sind, wo du Stifte oder sowas reintun kannst. Keine Ahnung, wofür die gut sind, aber hier vorne auch so ein Netz, wo man die Flasche vorne reintun kann. Finde ich eigentlich ziemlich geil, da ich das eigentlich noch nie gesehen habe. Also ich habe das immer so außen an diesen Taschen da gesehen, die habe ich hier auch. Aber dass es da vorne noch geht, das finde ich ziemlich cool. Mal schauen, ob das machen wird oder nicht. Dann hier vorne, also in diesem Großschauraum, hätten wir einmal hier so einen Spanner, wo ich denke mal so Hefte, leichte Bücher oder sowas reintun kann. Und dann hier vorne dieses große Fach, wo dann dickere Bücher kommen, wo auch dann das Webkind kommt, keine Ahnung. Was auch immer, also ich rede jetzt so gesamt für die Schule, da ich das als Schulrucksack benutzen werde. Genau, hinten dann hier noch diese leichte Polsterung, was man wohl so kennt. Supreme steht hier nochmal ganz klar in diesem roten Box-Logo. Ja, an sich ein cooler Rucksack, hat mich 150 Euro gekostet, was eigentlich ziemlich übertrieben ist, aber was tut man nicht alles für Marken. So, als letztes Teil hätte ich ein Sweater. Ganz kurz davor gesagt, das ist mein absoluter Grail gewesen, den wollte ich unbedingt haben vor dem Boxlogo. Also Boxlogo werde ich klar noch in nächster Zeit kaufen. Dieses Teil ist aber mein absoluter Favorite. Kommt aus der Fall-Winter-Season 2016. Ich habe es damals verkackt, in den beiden Farben zu holen. Also einmal in der normalen Farbe, in der ich den jetzt habe. Und in Schwarz-Weiß habe ich beides jeweils verschissen. Was ich ein bisschen bereue, aber jetzt habe ich den für einen guten Preis bekommen. Auf Kleiderkreis habe ich den gekauft für 235 Euro. Und das wäre der. Und das wäre mein Supreme-Sweater in diesem Gucci-Farben, also die Gucci-Farben besagt dieses Dunkelgrün, dann dieses Dunkelrot und dieses Dunkelgrün, einfach diese Gucci-Flagge, Gucci-Farben, keine Ahnung, was einfach typisch ist für die Marke Gucci, wo Supreme hier drauf genäht ist, an die USA halt noch unten drunter steht, finde ich ziemlich geil, ich stehe auf Embroidered, also dass das drauf genäht ist, dann auch diese Akzente am Kragen und auch am Ärmel, mit diesem Grün da, was soll man dazu sagen, genau, fällt ziemlich locker aus, ich hätte locker auch ein M oder L kaufen können, ich habe den XL gekauft, weil ich mir mit der Größe sehr sicher sein wollte, deswegen für der jetzt ein bisschen oversized. Vielleicht ist er jetzt bei der Wäsche, bei der ersten Wäsche jetzt eingegangen. Ich habe mir nochmal gesagt, bei 30 Grad, ich weiß nicht, ob es 30 Grad waren, aber ich werde es beim Quick Pick gleich mal merken, denn ich ziehe das mal an.
So, das wäre der besagte Supreme Sweater. Von den Ärmeln ziemlich lang, also klar, ein bisschen stülpt sich das dann hier drüber, finde ich ziemlich cool. Allgemein passt es auch so zum Flair dieses Sweaters, also auch die Ärmel sind ziemlich locker. Finde ich auch ziemlich geil, dass die Streifen nicht nur hier an der Brust sind, sondern auch hinten am Rücken. Und hier auch an den Ärmeln jeweils, finde ich ziemlich geil. Ebenso muss ich sagen, dass es nicht so ein komplettes klares Weiß ist, was ich am Anfang gedacht habe, sondern eher so ein Off-White. Also ganz leichtes, ja, wie soll man sagen, ganz helles Beige. Also das hellste Beige wahrscheinlich, was es gibt. Genau, an sich mega der geile Sweater, aber ist ein absoluter Grail, habe ich für 235€ bekommen. Werde ich auf jeden Fall behalten, den werde ich nicht mehr verkaufen. So, das waren meine gesamten Supreme Pickups von den letzten 2 Wochen. Es kann sein, dass was dazu kommt, diesen Monat dazu kommt, da die Supreme Drops ja weitergehen und es donnerstags immer irgendwas halt so auf einmal rauskommen kann, wo ich mal denke, so ja, das muss ich haben, deswegen kann es sein, dass da wieder was dazu kommt, aber dann wird das wahrscheinlich erst im nächsten Latest Pickups, also aus dem Monat März, genau, für den Monat März wird es dann rauskommen und dann sehen wir uns auch bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao.